Herzlich willkommen zurück bei Loco Cycle, der vierten Folge in der Trash Games Reihe von diesem Spiel. Und ich habe gerade schon mal geupdatet. Und zwar: Iris kriegt für jeden getöteten Gegner 1% Gesundheit zurück. Eigentlich nicht ganz verkehrt. Wir werden hier auch nochmal so ein bisschen. Kombos lassen sich während der Turbobeschleunigung verlängern. Oder Pablo unterbricht gegnerische Angriffe, wenn er geworfen wird. Ich glaube, das nehme ich mal rein. Zack. Was haben wir hier noch? Pablo kann jetzt auf 2 Ziele springen. Das ist natürlich nicht ganz verkehrt. Vor allem sieht das auch ganz lustig aus. Nur das kann ich jetzt leider nicht mehr ganz auskaufen. Geht nicht mehr. Aber wie dem auch sei, wir werden hier jetzt auf Upgrade ausführen gehen. Und diese Bilder zwischendrin sind auch echt ganz nett gemacht, muss ich sagen. Da wurden irgendwelche High-Poly-Models genommen. So, El Highway 3. Wir sind immer noch auf dem Highway. Natürlich immer noch nicht in Scottsburg, Indiana angekommen. Warum ist so viel falsch in der Welt? Ist es wegen einer politischen Partei? Oder ist es nur die Arbeit eines politischen Partei-Leaders? God, estás jugando? In serio? They may take our lives, but they will never take our freedom. Independence, prerogative, personal discretion. Iris, basta! Basta ya! Diese Dialoge sind echt ein bisschen crazy. Are you going to the Freedom Rally as well? Are you crazy? This is your last warning. Pull over now! Spike! Greetings, deserter. Spike, I insist you listen to me and try not to trip out. I will not be Big Arms Mama anymore. Now I live for the open road, babes, bikes, and frosty beverages. Iris, your open road can only lead to 2 possible destinations. Por favor, Spike. Soy yo, Pablo. No estoy con ella. Te lo juro, por favor. 1, to our creators, where you will beg their forgiveness. And 2? 2, the junkyard. Ich glaube, das wird noch eine Liebesgeschichte. Ich bin mir ganz sicher. So, wir ballern schon mal auf Spike. Der muss ja auch irgendwann drauf gehen. So, guck mal, der ist gleich. There is no escape for you and your tiny human. Surrender. Bam. Boah. Ach komm, den kriegen wir aber trotzdem gleich noch down. So, ich hab dich doch down gekriegt. What? I malfunction. Take that. Haben wir halt immer Spike weggemacht. You're not equipped with the latest, are you, Iris? Too bad for you. Not even close. Das habe ich vorhin vergessen, da auf Angriff zu drücken. Ziemlich krasse Quicktime-Events. Vergiss es. Spike, no te recuerdas. Te di esa cera licuada que te gusta. Your neural net processor is weaker than mine, Iris. Explosions! Michael Bay lässt grüßen! Yeah! Natürlich! Bam! Are you due for a checkup? Offensive systems are offline! Geil. 7 mit Combo. Also ich muss hier immer noch drauf drücken. Envíame cheque de pago final a mi madre. Ever seen a set this big before? Das einzig Merkwürdige ist, dass ich dem keinen Schaden mehr zufüge. Ich kann nur noch ausweichen im Endeffekt. Und dafür brauche ich eigentlich fast nur an der Seite hier zu fahren. Retribution is here. Ja, ja, von wegen. Eat this. Ey, die machen hier
Wrestling auf der Straße. Zwei Motorräder. Level abgeschlossen. Ging doch. Zeitbonus. What? Das ist ja mal geil. It's official. You suck. System critical. Sure, Bodoken. Kommt der nochmal um die Ecke hier, der Vogel. Oh, 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 das ist aber unfair jetzt. Welcome to the gun show. Das ist unfair. Aber witzig, ich habe, glaube ich, irgendwie einen Bug gefunden. Nix da, die kommen alle zu dir. Denn ich habe den ja am Anfang abgeschossen. Und ich glaube, daher kommt dieser Zeitbonus von 1 Million. Ich muss das unbedingt noch ausprobieren, ob ich jetzt wirklich 1 Million Punkte bekomme. Das wäre nämlich sehr geil. Da kann ich mir alles upgraden, was irgendwie geht. So, keine der Waffen sind bisher durchgekommen, Spike. Vergiss es einfach. Jetzt hat er wieder Lesenergie. Kriegt er denn jetzt Schaden? Ne, er kriegt keinen Schaden. Ah, ich kann die Dinger auch abschießen. Ah, schieße ich ihn einfach nochmal klein. Aber wieso kann ich hier nicht ab... den kaputt machen? Oh nein! Meine Million Punkte. You don't deserve to serve among my ranks. Nein! Habe ich jetzt überlebt? War das, sollte das so sein? Schade, ich habe nur 23.000, nicht 1 Million. Das hätte ich ja gerne gesehen. So, aber das heißt, wir können noch eine Mission machen und das hier auch nochmal machen. Pablo kann jetzt auf 2 Ziele springen und jetzt mit 20.000, die haben wir aber nicht mehr, könnten wir dann auf 3 Ziele springen. Was machen wir denn jetzt noch? Gesundheit und Turbo. Ach nee, jetzt kann ich hier was upgraden bei den Waffen. Waffen kühlen um 50% schneller ab oder aber Waffen richten 20% mehr Schaden an. Und das, liebe Freunde, werde ich natürlich jetzt nehmen. Droidhelfer bei 5 Treffern. Das könnte auch noch ganz interessant sein. Und Upgrade durchführen. Wir haben immer noch einiges an Zeit für diese Folge. Oh, wir dürfen wieder eine Filmsequenz sehen. Juhu! Look at the vast celestial formations, Pablo. I've only seen them before in maps of the sky on my computer. Look, there's Virgo the Virgin carrying her 2 sheaves of wheat. And oh, there's Bootes the Plowman. Pablo, can the skies in Scottsburg, Indiana, be as beautiful? Por favor, Iris, me vas a matar. Ah, Pablo, you wear your wisdom with such noble modesty. Auf die Idee zu kommen, einfach den Schuh auszudehnen, ne, das passiert nicht. Während dem Gesamt. Aber wer da die Frage stellt, der hat den Film sowieso nicht verstanden. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Oha. Ui. Human, this is a matter of great urgency. Das glaube ich dir. Two-Wheeler has found herself a powerful human ally to aid in her escape. I must commandeer your person to level that advantage. Tell what me, the fuck? You were traveling these roads with Iris. Where would you stop for food or supplies? Well, the Cheyenne Valley Arts and Crafts Festival is going on now in Warrensville. Yes. And if the Cheyenne Valley Arts and Crafts Festival is where they are headed, then the Cheyenne Valley Arts and Crafts Festival is where we shall set our trap. Alter, die Schreiber von diesem Pablo, Drehbuch sind doch verrückt. Weekend at Bernie's. ¿Cómo es posible que estoy vivo? I agree. I also thought it lacked the charm and finesse of the first film.
Although, all I right. will admit, the voodoo curse that made the dead man, Bernie, dance was very hilarious. Ha, 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 ha. Das ist doch alles hier nicht wahr, das, was ich hier sehe. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Ich möchte jetzt bitte die dicke Frau noch sehen. Wenn ich die nicht sehe, ich glaube, da muss ich noch eine Folge spielen. Nee, ich spiele jetzt einfach so lange, bis ich die sehe. Por favor, ayúdame a bajarme de aquí, okay? So, krieg ich den irgendwie angezapft hier? Nee, den kann ich nicht angreifen, anscheinend. Ha! No pases por ahí! No pases por ahí! Hello, boys. No! Man weiß vor allem gar nicht, dass man da reinfallen muss. Ich wollte eigentlich zur Seite lenken. Vamos! Dejé mis llaves en mi bolsillo trasero. Big Arms errichtet eine Blockbarkade in 2500. Okay. Oh, 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 kriege ich das hin? Ich glaube nicht. 6 Sekunden noch. Puh, das ging ja gerade nochmal gut. Bonus 4000 immerhin. So, Leute, was wollt ihr eigentlich? Eure ganzen Kollegen habe ich schon weggeschnetzelt. Ihr glaubt ihr noch nicht im Ernst? Guck mal, jetzt habe ich gerade Health dazu bekommen. Wir haben ja das Upgrade geholt. Sehr gut. Guck mal, ich kann die sogar mit Nahkampfangriffen angreifen. Nö. Du etwa? Da, jedes Mal, wenn wir einen umbringen, kriegen wir ein bisschen Health dazu. Natürlich nicht ganz verkehrt. Oh, und wir haben unsere Waffe. Hat neue Schuss... Projektile oder Projektile einfach nur. Schussprojektile ist ja doppelt gemoppelt. Wie ein weißer Schimmel. So, komm her. Jawohl, und jetzt können wir auch zwei damit angreifen. Und wir befinden uns weiter in der Luft. Wir fliegen einfach. Und zwar von einem Gegner zum nächsten. Supreme. Alter, das hatten wir auch noch nicht. Ja, Wollinger. Komm her. Macht euch alle. Overwhelming stand da gerade. Wie Pablo jetzt immer zwischen zwei hin und her fliegt. Auch sehr witzig. Nein. Damn it. Jetzt haben wir was abbekommen. Zack. Eigentlich müsste das viel mehr Schaden geben, diese Special-Angriffe. Jawohl, das hat gerade noch geklappt. Gerade ganz gut konzentrieren. Inzwischen sind das mehr Buttons, die man drücken muss, als nur einen. Ihr sagt das so einfach. Macht die mal fertig. Aber so einfach ist das gar nicht. Vor allem diese hier. Ich habe immer das Gefühl, dass diese Kombos nicht so wirklich viel bringen. Oder mache ich noch irgendwas falsch? Vielleicht müsste ich dann noch mehr... Vielleicht müssten wir noch irgendwas drücken oder so. So. Oh, zwei neue. Ach so, welche sind das hier? Ah, die kriegt man aber schnell weg. Wenn man einmal vorbei ist, dann geht's rucki-zucki. Guckt euch das an. Und uns geht's wieder richtig gut. Das war sehr gut, dass wir da so ein bisschen Health dazu bekommen. Weil man doch relativ viele Feinde abhaut. Bam. Und schon wieder ein bisschen Health dazu. Your erratic driving is a danger to the civilians around you. Please pull over, or I will be forced to use lethal action. Por favor, no soy yo, es el moto. So, die kriegen wir auch noch hin. Ich will jetzt die dicke Oma sehen, die an Spikes Hinterrad klebt. Was für ein Einfall.
mi madre que no tengo nada que ver con eso. Oh. So, gut, dass wir dieses Upgrade genommen haben, wo wir mit der Schnauze sehr gut irgendwo dran kommen können. We shook the pillars of Valhalla, did we not, Pablo? Out of Valhalla. Let us try to go this way. What? Ach, schön. I'm starting to sense that maybe these big arms agents are trying to stop us from reaching Scottsburg, Indiana. Iris, vamos a decir que me dejes ir y voy a hacer como si no hubiera visto nada. You are right, Pablo. That is a ridiculous notion. Press kick. Ich krieg das immer nicht richtig hier mit dem Quicktime-Element. Early. Und Early heißt immer, dass es dann falsch ist, anscheinend. Boah. Alter, ich muss mich konzentrieren. Ich sehe vor allem überhaupt nichts mehr. Ach, der hängt bei uns vorne dran. An. Nicht mehr. Auch das hätten wir geschafft. Once said that he lived his life a quarter mile at a time. Do you agree with his philosophy, Pablo? Ay, Dios, por favor, voy a morir. Sieht fast danach aus. Mi cabeza. I am still trying to understand the concept of fun. Flying through the air and smashing extremely hard onto concrete is very enjoyable. Nunca quiero ver otra moto, nunca más. Oh, schade, ich dachte schon, das wäre Spike. Are my tags out of date? The problem is you're out of Big Arm's jurisdiction. Time to go home. This is where your jurisdiction ends and mine begins. Road Rasher. Cool, mit denen können wir hier direkt auf der Straße natürlich auch gut. Pavement. Komm her. Good thing you are wearing a helmet. Gibt ja auch das Spiel Road Rasher. Kennt das noch jemand? Es gab mal ein Remake jetzt davon. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Vielleicht ist das ja ganz gut. Aber wie komme ich da jetzt? Wie kann ich eigentlich bremsen? Ich kann überhaupt nicht bremsen. Ach so, ja, jetzt muss ich natürlich mit ihm arbeiten. Ist ja klar. Jetzt wird Pablo mit Kombos übersät. Vorne macht sie's, hinten macht's Pablo und dann haben wir Spaß. I hope you enjoy the ride. Bam. Sorry, you are not invited to the Freedom Rally. Ey, Pablo ist ein extrem harter Kerl, muss ich sagen. Is there no one to challenge us, Pablo? Nee. Por favor, Iris, entrégate. Son buenas personas y te lo juro. Auswertung der Kampfdaten. Ah, wie beim Doktor. So, jetzt möchte ich aber noch die Oma sehen. Ich hab's ja richtig gut hingekriegt. Nein, Early. Ich sitze hier wirklich mit dem offenen Mund vorm Rechner, weil das alles so crazy ist hier. Und vor allem echt schnell auch animiert und gemacht. So, ich kriege the hang of it von den kleinen Quicktime-Events hier. Now that is an attention getter. Kann man so sagen. Mission accomplished. Ah. Alter Schwede, ich weiß ja nicht, ob ich nicht doch noch mal eine Folge machen soll, weil ich gerne die Oma sehen möchte. Ich möchte gegen Spike und die Oma kämpfen.
Hey, wir haben 45.994 Punkte. Das gibt richtig schön Upgrades. Tja, was sagt ihr denn? Ich glaube, ich überlege mir das noch. Mal gucken, was morgen kommt. Vielleicht kommt ein neues Spiel, vielleicht kommt aber auch nochmal Spike und die Oma. Bis dahin, tschö.